Die Angst ist groß vor den morgigen US-Arbeitsmarktdaten, aber ist Angst wirklich ein guter Ratgeber? Jedenfalls fürchtet man, dass gute Arbeitsmarktdaten dann eine Steilvorlage für die Fed liefern werden, die ja immer wieder sich auf den Arbeitsmarkt beruft, wenn sie sagt, ja, wir müssen die Zinsen weiter anheben, weil der Arbeitsmarkt ist so eng, wir fürchten eine Lohnpreisspirale. Und gestern hat die Fed ja in ihrem Protokoll gesagt, nein, wir werden im Jahr 2023 die Zinsen nicht senken, nachdem wir sie wahrscheinlich dann über 5% angehoben haben. Aber ein Jahr ist ziemlich lange, da kann ziemlich viel passieren, aber jedenfalls heute die Märkte erstmal unter Druck, weil wir heute zunächst mal gesehen haben, bessere ADP-Arbeitsmarktdaten, dazu gleich mehr. Schauen wir uns zunächst mal an, wie die Lage derzeit bei Aufnahme des Videos ist. Alles ziemlich unisono, knapp über 1% im Minus. Heute Morgen hatte ich getitelt, die Fed blufft, Rally kommt. Denn vieles deutet darauf hin, nämlich die Indikatoren, zum Beispiel Growth to Value, da sehen wir eine positive Divergenz. Das sind meistens so ein paar, es sind Drehpunkte an den Märkten. Ich erwarte jetzt nicht einen absoluten Game Changer, eine Änderung des Spiels. Ich erwarte schlichtweg eine Bärenmarkt-Rallye, wie wir sie schon öfter gesehen haben, geboren aus der von mir genannten Angst. Dazu gleich mehr. Also bleibe ich bei dieser Haltung, wie ich an Hochpunkten immer wieder auch meine bärische Haltung verteidigt habe. Jetzt denke ich, ist sehr viel Angst im Markt und das ist eine gute Voraussetzung für eine Gegenbewegung. Und diese Gegenbewegung, die könnte passieren, weil jetzt, wie gesagt, diese Angst so groß ist nach den heutigen ADP-Arbeitsmarktdaten, besser als erwartet. Allerdings ganz große Firmen bauen Stellen ab, das ist das eine, und vor allem das andere ist, dass die Lohnentwicklung sowohl bei den Jobstayers als auch bei den Jobchangers, also bei denjenigen, die ihren Job gewechselt haben, jetzt doch deutlich nachlässt. Also hier sehen wir schon, dass die Arbeitnehmer offenkundig jetzt nicht mehr alle Löhne durchsetzen können, so ganz entspannt. Die Arbeitgeber bekommen jetzt Margendruck, die müssen ein bisschen auf die Zahlen schauen. Dementsprechend wird sich auch hier eben dieses Lohnwachstum weiter abschwächen. Und hier sehen wir, dass eben diese ADP-Arbeitsmarktdaten wie auch dann die Erstanträge, die besser waren als erwartet auf Arbeitslosenhilfe, die Märkte hier unter Druck bringen. Interessant ist jedoch, dass die Anleiherenditen zunächst gestiegen sind auf die starken Zahlen vom ADP wie auch von den Erstanträgen, aber dann wieder deutlich nach unten gekommen sind. Also der Anleihenmarkt scheint das nicht so richtig zu kaufen. Und hier sehen wir diese Erstanträge, die ich beschrieben habe, geringer als erwartet, nur 204.000 statt 225.000. Auch vor allem die Continuing Claims, also die fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe, unter der Marke von 1,7 Millionen. Und damit geringer als erwartet. Das könnte auch daran liegen, dass wir es hier ja im Prinzip mit einer Ferienwoche zu tun haben zwischen Weihnachten und Silvester. Wer meldet sich da arbeitslos, könnte man fragen. Also das könnte so ein bisschen verzerrt sein, auch die Daten. Dennoch, die Märkte haben reagiert, vor allem mit den Terminal Fed Rate Expectations, also der Erwartung der Märkte, wo denn der Gipfel der Zinsen sein wird, ist jetzt wieder deutlich über 5% gestiegen. Und das ist dann zunächst mal eine schlechte Nachricht für die Aktienmärkte. Wolfgang Müller, mein Kollege, hat mir heute eine WhatsApp geschickt und sagt, hallo Markus, also die Stärke der US-Arbeitsmarktdaten kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Hier die Liste der Firmen, die Entlassungen getätigt haben. Es ist Micron, Microsoft, Coinbase, Stripe heute, wir haben Amazon 18.000 Stellen, gestern Salesforce 8.000 Stellen, also überall, wo man hinguckt, Twitter sowieso und so weiter und so fort, werden Leute entlassen, vor allem aus dem Tech-Sektor. Der Tech-Sektor ist ein Frühindikator, das Ganze wird sich dann auch in anderen Bereichen fortsetzen. Also das ist im Grunde jetzt eine Zwischensituation, die wir haben, wo der Arbeitsmarkt so Art der Last Man Standing der US-Konjunktur sein dürfte. Sven Hendrik titelt hier, the higher the layoff announcements, the stronger the labor market data. Also das ist schon in der Tat etwas merkwürdig. Wir haben heute einen Artikel auf Finanzmarktwelt veröffentlicht, Tech-Firmen mit Job-Kahlschlag, mal so eine Übersicht und einen Ausblick gegeben, was da wirklich letztendlich für ein wirklicher Kahlschlag bei den Daten der Fall ist. Und einer meiner allerbesten Freunde, das ist Jim Cramer, der hat gesagt, ja, dass Amazon hier 17.000, 18.000 Leute entlässt, das reicht nicht, die haben 1,1 Millionen Menschen, die müssen viel mehr
Leute entlassen. Hier der Twitter-Kommentar von Inverse Kramer ETF sagt, also der Mann, der permanent falsch liegt und damit eigentlich seinen Job überhaupt nicht macht, der hat ja einen Investment-Club, der gute Jim Cramer, der sagt also, dass andere Leute gefeuert werden sollen. Das ist natürlich schon ein starkes Stück. Wie fallen die morgigen Arbeitsmarktdaten aus? Hier mal ein Überblick, die geringste Erwartung so bei 130.000 Stellen, Nomura, dann 190.000, es gibt einen Ausreißer nach oben, 350.000 Stellen, aber alle so um und bei 200.000, das ist die Konsenserwartung. Wichtig dann vor allem die Stundenlöhne, da ist die Konsenserwartung plus 0,4%. Aber die EDP-Arbeitsmarktdaten haben gezeigt, dass das vielleicht auch eine der Überraschungen sein könnte, dass eben die Stundenlöhne nicht so stark gestiegen sind. Wir werden es morgen sehen, aber wie gesagt, heute war eben jetzt die Situation die, dass man sich gesagt hat, oh, das ist wieder mal ein Rückschlag für uns, wenn wir gute Daten haben. Das ist ja die perverse Welt der Finanzmärkte. Gute Daten sind schlecht für die Märkte, weil eben es heißt, dass die Liquidität weiter entzogen wird. Und das wurde heute von FED-Mitgliedern wieder angedroht. Bostic etwa, der gesagt hat, ja, die Inflation ist der größte Gegenwind für die US-Wirtschaft. Wir haben noch viel zu tun, selbst wenn wir Anzeichen dafür haben, dass die Preise, naja, nicht mehr wirklich so deutlich steigen. Und dann Esther George, die jetzt die Fed verlassen wird, die hat gesagt, es wird entscheidend sein, die Zinsen oben zu lassen, wenn wir mit dem Anhebungszyklus zu Ende sind. Also hier so ein bisschen wie gestern auch im FOMC-Protokoll so eine Art Selbstbeschwörung könnte man sagen, nein, 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 wir werden die Zinsen in 2023 nicht senken, komme, was da wolle, aber ein Jahr ist ziemlich lange und da kann ganz schön viel kommen und wird wohl auch viel kommen, das zeigt zum Beispiel Alf, der Italiener, einer der besten Analysten, wie ich finde, den man so finden kann, der sagt, es hat vorher auch kein FOMC-Mitglied erwartet, dass man eben so stark die Zinsen anheben wird. Erinnern wir uns, bis November 2021 hieß es, Inflation is temporary, is transitory, alles gut. Also es ist letztendlich so, dass niemand weiß, wie die Zukunft aussehen wird. Wir sehen hier auch eine Investmentbank, die sagt, also es wird immer wahrscheinlicher, dass die Fed die Zinsen in 2023 senken muss. Wir werden sehen, was passiert, aber eines ist eben klar, seit die Fed nicht mehr so richtig mitspielt in diesem Wir werden alle reich Spiel, ist es ein bisschen schwieriger geworden und das Spiel hörte mehr oder weniger in dem Moment auf, als die Fed-Mitglieder nicht mehr Insider-Trading betreiben durften, also praktisch nicht mehr direkt an den Märkten agieren durften. Da mussten ja zwei FED-Mitglieder mehr oder weniger zurücktreten, sind dann freiwillig zurückgetreten, aber der Druck war schlichtweg zu groß. Also, eine klare Forderung, lasst sie wieder traden, lasst sie ein bisschen wieder Insiderhandel machen, gell? Man kauft etwas und dann sagt man, oh, es ist so, die Inflation geht zurück als Fed, ne? Und zack, gehen die Märkte nach oben. Also das ist das, was die Bullen sich wünschen müssen, meine Damen und Herren. Hier sagt ein sehr lustiger Kommentar aus meiner Sicht auch dazu, naja, also es ist schlichtweg so, dass eben das Insider-Trading zum Bezahlungsmodell der FED-Mitglieder gehört. Wie können wir sonst qualifizierte Leute für diesen Job gewinnen? Da ist natürlich was dran. Aber kommen wir mal zu den Auswirkungen der FED-Politik, die wir heute wieder mal sehen. Etwa heute die Aktie von Bed Bath & Beyond, eine dieser Meme-Aktien neben AMC und GameStop, über die ich damals schon gesagt hatte, das ist Trash, der nach oben gespült wird. Dann hieß es von den Gläubigen, nein, 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 du hast überhaupt nicht kapiert, worum es geht. Das ist jedes Mal das gleiche Spiel. Und jedes Mal endet es nach einiger Zeit und dann verschwinden diejenigen, die vorher gesagt haben, ich weiß es besser, ich stehe immer noch vor der Kamera und dementsprechend muss ich mich eben auch verantworten oder rechtfertigen für manche Dinge. Jedenfalls Bed Bath & Beyond, diese Aktie im freien Fall, jetzt fast ein Penny Stock, auch ziemlich erwischt hat es Rivian. Das war damals dieses Unternehmen, das im November 21 an den Markt gekommen ist mit einem IPO mit einer Bewertung von 100 Milliarden Dollar, ohne dass man bisher einen einzigen Cent Umsatz gemacht hatte. Jetzt ist die Aktie 90% gefallen. Schauen wir uns mal andere Dinge an. Retail, also die Privatkunden in den USA, die haben deutlich verkauft. 3,1 Milliarden Dollar oder im Volumen von 3,1 Milliarden Dollar
wurde da verkauft. Das ist die drittschlechteste Woche, die es jemals gegeben hat. Erstens aufgrund von Tax Loss Selling, also dass die Leute noch praktisch ihre Verluste steuerlich geltend machen können. Das ist das Erste. Aber vor allem aus Tesla sind viele Privatinvestoren rausgegangen und TD Ameritrade, so muss es heißen, einer der ganz, ganz großen Broker in den USA, der hat jetzt Begrenzungen gemacht, mit der man die Tesla-Aktie handeln kann. Das heißt, die Hebel sind geringer geworden oder zum Beispiel Beleihungen des eigenen Portfolios sind geringer geworden, wenn man Tesla kaufen will. Also das zeigt, dass so langsam die Dinge schwieriger werden für Tesla und Elon Musk. Auch wenn jetzt viele da rausgesprungen sind und Tesla, schauen wir uns mal an, beginnt langsam sich zu verhalten wie eine Autofirma, die es letztendlich ja auch ist. Alles andere ist ja Schnickschnack und könnte und hätte und wäre und vielleicht. Hier sehen wir, dass man immer noch praktisch eine doppelte Bewertung des ansonsten marktschwersten Autokonzerns Toyota haben. Und böse Zungen sagen ja, Toyota verkauft das eine oder andere Auto mehr als Tesla. Aber gehen wir nochmal zurück zu den Privatinvestoren, die offenkundig jetzt ein bisschen schlecht gestimmt sind. Nur noch 20% Bullen. Das ist doch ein sehr, sehr geringer Wert. Und auch die Vermögensverwalter in den USA sind ziemlich wenig positioniert inzwischen wieder in Aktien. Also man ist ein bisschen vorsichtig, man hat Angst. Und wie gesagt, ich kaufe eher dann, wenn die Leute Angst haben, als wenn sie euphorisch sind. Und das, die Erfahrung zeigt, dass das meistens nicht die allerschlechteste Strategie ist. Und in Sachen Autos vielleicht noch abschließend. Wir haben heute die Autosales aus den USA bekommen aus dem Jahr 2022 und die waren so schlecht wie seit 2011 nicht mehr. Ein Rückgang von 8% zum Vorjahresmonat. Das sagt schon auch einiges über die Wirtschaft aus, etwa auch Tesla. Die China Shipments, also das, was man von der Shanghai Gigafactory dann wegtransportiert hat, über See transportiert hat, ist sehr, sehr schwach im Dezember gewesen. Auch das eine Indikation darauf, dass die Leute langsam Probleme kriegen mit der Inflation. Interessant auch, dass die Insider relativ wenig kaufen. Also es ist nicht so, dass jetzt Firmeninsider sagen, wow, trotz des Aktienkursverfalls, da kaufe ich jetzt mal dick ein. Das ist übergeordnet ein Warnsignal. Und wie gesagt, wenn ich sage, ich erwarte eine Bärenmarkt-Rally, erwarte ich keinen Gamechanger, jetzt einen Bullenmarkt, sondern eben eine Gegenreaktion, nicht mehr und nicht weniger auf die Oberseite, bevor wir dann wahrscheinlich nochmal einen ziemlich heftigen Absacker bekommen werden. Absacker ist auch das richtige Stichwort, wenn wir uns mal Anleihen mit den negativen Rendite anschauen. Die liegen jetzt bei Null, es gibt sie nicht mehr. Wir waren im Jahr 2020 noch bei 18 Billionen, bei einem Volumen von 18 Billionen an Anleihen, die mit negativer Rendite daherkamen. Also die Leute waren bereit, denjenigen, die Schulden machen, noch Geld dafür zu bezahlen, dass sie Schulden machen. Das ist ja auch abstrus genug und abstrus auch das, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, als Reaktionärer, wie ich jetzt neuerdings bei einigen Kommentaren bezeichnet werde, die neue Wirtschaftspartei, die Grünen beerdigen das deutsche Erfolgsmodell, so heute ein Artikel. Ricarda Lang hat heute die Leitlinien künftiger Industrie- und Haushaltspolitik definiert. Mehr Schulden, mehr staatliche Lenkung und Subventionen. Wir haben vorhin gesehen, Schulden werden wieder teurer, weil es keine negativen Renditen mehr gibt, sondern jetzt müssen wieder Zinsen bezahlt werden. Mehr staatliche Lenkung. Also schön, der Obrigkeitsstaat dekretiert jetzt, was zu sein hat und nicht zu sein hat. Ich bin eher für die Freiheit und für Eigenverantwortung und für Initiative, für Leute, die wagen, Risiken einzugehen, Firmen zu gründen und nicht irgendwo verschwinden, wo sie kein Risiko haben und irgendwie sich wegducken. Hauptsache die Kohle kommt monatlich auf dem Konto. Das bringt uns nicht so wirklich weiter. Und wenn ich dann reaktionär bin, indem ich kritisch gegenüber dieser Energiewende bin, dann sei es drum, denn es ist die vernünftige Haltung. Wenn also reaktionär vernünftig heißt, dann bin ich auch gern reaktionär, ist mir egal. Aber das zeigt so ein bisschen, wo es hingeht. Das ist so eine Art grüner Sozialismus, der immer mehr vordringt aus meiner Sicht. Und wie es da wirklich ausschaut, auch mit den grünen Technologien, auch in Handys, aber auch vor allem in Elektroautos. Da wird Kobalt abgebaut, das vorwiegend im Kongo.
Und hier mal ein Bericht, wie das faktisch abläuft, was für massive Umweltschäden da entstehen für die Gesundheit der Leute, absolut katastrophal. Landwirtschaft teilweise kaum mehr möglich in diesen Gebieten. Die müssen dann versuchen, irgendwie ihre Landwirtschaftsprodukte woanders herzubekommen. Also das gilt auch für jeden von uns, der wir Handys haben, aber es gilt eben auch für diese ganze Energiewende, für die Elektromobilität. Und man sieht ja immer nur die eine Seite. Wir aber bei Finanzmarktwelt wollen eben auch die andere Seite der Medaille zeigen. Und das ist die schmutzige Seite, die hier so gerne ausgeblendet wird von denjenigen, die sich als Gutmenschen bezeichnen und alle anderen als reaktionär. Das vielleicht nur mal ein kleiner Hinweis. Und abschließend noch der Hinweis, was vor einem Jahr, nicht vor einem Jahr, sondern vor 100 Jahren passiert ist, am 5. Januar 1923. Da war es so, dass die Franzosen dann gesagt haben, okay, wir sind jetzt nicht gerade amused über eure Reparationszahlungen. Dementsprechend wäre eine Option, dass wir das Rheinland besetzen. Das ist dann passiert. Damit war praktisch das Kernland der deutschen Industrie besetzt. Man hat dann seitens der deutschen Regierung damals die Arbeiter aus der Staatskasse bezahlt. Das war die Voraussetzung für die dann kommende Hyperinflation des Jahres 1923. Wir müssen und können hoffen, dass es 2023, also 100 Jahre später, nicht so schlimm wird. Aber es könnte dennoch ein schwieriges Jahr werden. Insgesamt der Top-Bär an der Wall Street sieht auch 2023 einen weiteren Absturz im S&P 500. Hat er recht oder nicht? Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung. Goldman Sachs sieht weiter eine Outperformance von Value-Aktien, auch im Jahr 2023. Haben Sie recht oder nicht? Zwei Artikelempfehlungen und ich sage jetzt Servus und Ciao.